Das war ein Dank. Wenn ihr lernen wollt, wie man richtig dankt, dann schaut euch unbedingt dieses Video an. In unserer Oveo Sport Session zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie ihr zu einem echten Dunking-Profi werdet. Schauen wir uns als erstes die Schritte an. Wie ihr sicherlich wisst, dürft ihr beim Basketball maximal 2 Schritte mit dem Ball in der Hand machen. Deshalb müsst ihr ein gutes Gefühl dafür entwickeln, ab wann ihr den Ball in die Hand nehmt, um mit euren 2 Schritten bis zum Korb zu kommen. Dribbelt mit dem Ball in Richtung Korb. Stemmt euren letzten Schritt vor dem Absprung richtig in den Boden, sodass ihr beim Absprung noch mehr an Höhe gewinnt. Außerdem kommt es auf ein gutes Timing an. Springt ihr zu weit entfernt vom Korb ab, kommt ihr nicht bis zum Ring. Springt ihr zu nah am Korb ab, fliegt ihr sozusagen unten durch. Ihr könnt entweder ein- oder beidbeinig abspringen. Anfänglich werdet ihr euch sicherlich leichter tun, wenn ihr nur mit einem Bein abspringt. Profis springen meist beidbeinig ab. Bei Rechtshändern ist in der Regel das linke Bein das Absprungbein, bei Linkshändern das rechte. Beim Absprung zieht ihr das andere Bein rechtwinklig nach oben. Das bringt euch mehr Schwung und ihr kommt noch näher an den Ring. Nehmt nach dem Dribbeln den Ball in beide Hände. Führt die Schrittfolge so aus wie vorhin beschrieben. Beim Absprung zieht ihr dann beide Arme mit nach oben, um so den Schwung nochmal zu verstärken. Streckt eure Arme komplett aus, um den Ball auf den höchsten Punkt zu bekommen. Eure Hände befinden sich dabei immer hinter dem Ball. Sind Hände und Ball nah genug am Ring, legt ihr den Ball in den Korb. Worauf ihr unbedingt achten solltet, ist eine richtige Landung. Die Verletzungsgefahr wird oft unterschätzt. Versucht immer auf eurem ganzen Fuß zu landen und nicht auf der Fußkante. Federt eure Landung auch mit euren Knien ab. Jetzt kennt ihr die wichtigsten Grundlagen für einen perfekten Dunk. Am wichtigsten ist es, dass ihr den Bewegungsablauf verinnerlicht. Ihr könnt das Ganze auch erstmal mit einem etwas niedrigeren Korb und ohne Ball üben. Achtet auf eure Schrittfolge, eure Beine und Arme und wiederholt den Bewegungsablauf so oft, bis ihr euch absolut sicher seid. Habt ihr den Bewegungsablauf erst einmal drauf, könnt ihr das Dunken mit der normalen Korbhöhe üben. Startet zunächst wieder ohne Ball. Wiederholt die gesamte Bewegung und versucht mit euren Handgelenken bis zum Korbring zu kommen. Wenn ihr das schafft, könnt ihr mit einem Ball üben. Fangt auch hier erstmal klein an. Startet mit einem Tennisball oder einem Gymnastikball und steigert euch dann langsam zu einem Basketball. Dass nur große Spieler dunken können, ist natürlich Quatsch. Tatsächlich kommt es beim Dunken eher auf die Sprungkraft an. Kleinere Spieler, wie Nate Robinson, beweisen, dass es beim Dunken weniger auf die Körpergröße ankommt. Nate Robinson ist gerade mal 1,75 Meter groß und hat trotzdem schon mehrmals den Dunking Contest der NBA gewonnen. Schaut euch deshalb auch unser Video dazu an, wie ihr eure Stabilität und Sprungkraft verbessern könnt. In diesem Video findet ihr viele Übungen, die euch beim Dunken helfen und Verletzungen bei der Landung vorbeugen. Wie lange es dauert, bis ihr richtig dunken könnt, hängt von eurer persönlichen Ausgangssituation ab. Manche schaffen es mit intensivem Training in einigen Wochen, andere brauchen länger. Lasst euch dadurch aber nicht entmutigen. Mit hartem Training werdet ihr früher oder später den Ball in den Korb legen können. Wir hoffen, euch haben unsere Tipps zum richtigen Dunken gefallen. Auf unserem Kanal findet ihr noch weitere Videos zu anderen Themen. Zum Beispiel, wie ihr eure Wurftechnik oder euer Ballhandling verbessern könnt. Oder schaut doch auch mal auf unserer Website vorbei. Dort könnt ihr euch euer eigenes Trikot in unserem 3D-Konfigurator designen. Aber jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Trainieren.